Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Island 2. Ich habe mich letztes Mal gar nicht richtig verabschiedet mit meinem Hamburg. Ich sag mal Tschüss, habe ich ganz vergessen. Ich habe einfach gesagt, hier geht's nächstes Mal weiter. Und ja, wir sind jetzt endlich in Santa Monica. Ich freue mich schon auf die Waffen zu verkaufen. Ich habe so viele. Kann ich den nicht einfach mal... Ups. Das Ding wackelt aber ohne Ende. Oh. Das Ding wackelt aber ohne Ende. Eieieiei. Same as the hotel. This must be near the end of an evac route. Stoff! Ja, Stoff haben wir lange nicht mehr gesammelt. Oh, cool. Venice. Shit. That's Venice Santa Monica, Beach. Right? Santa Monica. Do not shout, do not run, do not push. Okay. Also ist ja sehr detailverliebt gestaltet, das muss man ja schon sagen. Ist toll gemacht. Finde einen Platz zum Ausruhen. Oh, sweet hallelujah. Survivors. Going mad talking to myself. Ach, da oben. Joho. Hey, are you alive? Guys, someone's alive. Safe. Na, das ist ja mal cool. Ja, ich komm. Ich komm ja schon. Ich trau mich nur noch nicht so richtig. Yo. You okay, bruv? Why are you on the roof? Things are getting rough. We need the gates closed. Das Tor muss geschlossen werden. Säubere den Parkplatz. Was haben wir denn da alles? Okay. Oh, gleich mehrere. Scheiße. Was haben wir denn noch so? Oh, ein Medikit. Ups, es hat mich erwischt. Was ist da los? Ich muss meine Strategie mal wieder verbessern.
Ja, der war ja schon. Ah, der war ja schon fast down. Meine Explosion hat hier einiges bewirkt. Hey, how do I close the fucking gate? Wie schließe ich denn das Tor? Ist in dieser Hütte, okay. Fuck! I've literally blown it. Die Sicherung ist hin. Und wo ist jetzt die Sicherung? Wo ist jetzt die Sicherung? Das nehme ich mal mit. Wo ist jetzt die Sicherung? Ach, jetzt ist sie auf. Die Sicherung. Batterie, Sicherung, wo kriege ich denn eine Sicherung her? Wo ist denn hier eine Sicherung? Ja, wo ist denn eine Sicherung, Mann?
Da ist eine Sicherung. Das war aber knapp. Knapper geht's nicht mehr. Meine Güte. Suchspiele unter Zeitdruck. Das ist der Burner. Suchspiele unter Zeitdruck in Spielen. Wer hat sich das ausgedacht? Such, 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 such. Na gut, aber wir haben ja. Ich hatte so die Idee, eben da das Geschäft und dann. Das draußen, die, naja, haben wir ja gefunden. Die Idee war ja schon nicht schlecht. Nur nicht drin. Okay. So, und dann machen wir auch diesmal nicht so lange. Dann, ich hoffe, ich kann jetzt Sachen kaufen und verkaufen. Holy fuck, it's Jack the Giant Slayer. Autographs later, if I'm still alive. You want a blast on a Trent special? Nah, your swag stinks of gusset. Don't see any more of your swole bros, Alex. They ain't my swole bros. How many fucking times? Welcome to the Blue Crab. You're welcome to stay. We got plenty of real good food. We could certainly do with your, you know, techniques. You are not normal. Yeah, top shelf all the way, bro. But I'm just sliding on through to the Serling Hotel. You're screwed, man. That whole area was militarized. Miles of fences and razor wire. Checkpoints and... Da muss man ja selber fast husten. Plus the horde. Thousands of those ham brains trapped in the evac zone. Okay. Then there's the death pits. Death pits? Listen to you assholes! The death pits! The emo motherfuckers. Look, we got enough problems right here. Zompocalypse kicks off the week of the strongman competition. Giant fucking roid soap monsters everywhere! What I think. What? Hey, what you fucking think, bud? I think. Guys. Keep coming. Can you get me? And there were three. I'll get the mop. Okay, Mom. I'll help these boys. 15. Wer solche Hello. Freunde hat. This is Emma. I'm trying to reach. Oh, this is stupid. Hackmesser. Emma Hackmesser. What did I do now? Okay. No need to tell the whole world it's me. Listen. I wanted to talk to you about poor dear Michael. I was upset. You didn't have to actually leave. Emma, darling, chill. I was leaving anyway. Yes, well, if it doesn't work out, you're welcome back here. I appreciate it.
and I appreciate this call. Michael was a good guy. See you when I see you. Bye. So, Schnellreise freigeschaltet. Ich traue mich ja gar nicht. Nicht, dass dann hier die nächste Quest losgeht. Reden. Well, someone's got to talk to him. Or hear me out. Just let Alex. Händler! Super cool! Alles klar. Das war ja mal wieder eine abenteuerliche Aufnahme. Oh, hier habe ich hier noch ein Hackmesser. Inventar ist voll. Na, das können wir noch kurz zusammen machen. Nee, nicht reden. Ah! Ich wollte doch den Händler nicht mit ihm. Way to like defend ourselves, but hey, you know, you could do us a solid, or I could do a poo later after I've looted the police station out on the beach. The police station out on the beach, we heard gunshots the other night, so went to the route to check it out. Some gnarly Alamo tier shit, man. The cops must have holed up there because they were blasting Z's away, but then you know, nothing inside. Ah, so I mean, we only tried 911, so maybe... Trent, okay. You're rambling. Yeah? Yeah. Cool. Nebenquest, blaue Bohnen. Okay, muss ich ja jetzt nicht sofort machen. Händler. Verkaufen. Ja... Bowie-Messer, Heugabel, dreizehn, vierzehn, Sportgewehr, Rohrzange. Ja, es ist spannend. 12. 248. So, jetzt habe ich ein paar Sachen verkauft. Dann kann ich die Hackmesser nehmen. Gut, alles klar. Dann wollen wir mal nächstes Mal schauen, ob wir hier weitermachen. Wir sind in Santa Monica. Einen schönen Screenshot müssen wir noch machen, bevor wir uns verabschieden. Pain powers you. It's all gains. Vielleicht so tun. Okay, Screenshot haben wir. Raserei haben wir freigeschaltet. So, ja, in diesem Sinne, euer Captain Riljok, hat ja wieder Spaß gemacht. Jetzt ist die Folge mal ein bisschen kürzer gewesen. Wir haben die Sicherung dann doch gefunden, schließlich und endlich. Jetzt sind wir in Santa Monica. Ich muss sagen, ich weiß es nicht, ob es weitergeht. Ich hoffe immer noch, dass ein bisschen Feedback kommt. Würde ich mich sehr freuen, wenn da mal in den Kommentaren was geschrieben wird, ob es noch weitergehen soll oder nicht. Oder ob ich dann hier einen Break mache, dann solo weiterspiele und dann vielleicht zum Schluss nochmal darüber berichte, wie mir das Spiel gefallen hat. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Also, ich sag mal, in Hamburg sag mal Tschüss. Und ich kann es nicht versprechen, aber bis zum nächsten Mal kann man sagen, andere Let's Plays.
Aber ich würde mich freuen, wenn wir dies hier halt noch weiter durchziehen. Wir müssen mal gucken. Aber seid nicht enttäuscht, wenn hier die letzte Folge ist. Alles klar. Dann in diesem Sinne, in Hamburg sag mal tschüss, tschüss.